Salzgitter-Konzern gibt es für über 20 Berufsfelder Einsatzmöglichkeiten, die man bei uns auch lernen kann. Industriemechaniker ist der Beruf, der am häufigsten ausgebildet wird, hier am Standort Salzgitter. Elektroniker für Automatisierungstechnik ist ein weiterer bekannter Beruf. Aber wir haben auch so in Anführungszeichen Nischenberufe wie Werkstoffprüfer, die jetzt nicht so häufig bekannt sind, aber die doch sehr spannend sind, auch in der Ausbildung. Ich habe viele Sachen ausprobiert, sowohl Kellnern als auch mal irgendwelche anderen Sachen und bin doch immer sehr technisch interessiert gewesen. Und ein Stahlunternehmen habe ich genommen, weil erstmal gibt es eine relativ große Bandbreite an Dingen, die man hier sehen kann. Und meine beiden Eltern haben auch mal im Stahlunternehmen gearbeitet. Ja, so bin ich dazu gekommen. Ich komme von der Fachoberschule Wirtschaft, also habe sprich meine Fachhochschulreife gemacht. Und hier in unserer Region ist die Salzgitter AG mit einer der größten Arbeitgeber und habe mich dann halt speziell hierfür entschieden, weil ich mich auch halt in dem Bereich so interessiere und nach der Ausbildung eventuell noch studieren gehen will und deswegen habe ich mich halt hier beworben. Die Azubis, die durchlaufen erstmal einen festen Bewerbungsprozess. Das geht über eine Online-Bewerbung, führt dann hin zu einer Testung. Da laden wir dann die erfolgreichen Kandidaten aus der ersten Runde ein, dass sie nochmal zu uns kommen und sich entsprechend einen halben Tag lang testen lassen. Und daraus laden wir wiederum die Besten ein für ein Bewerbungsgespräch, um dann nochmal im Gespräch die persönlichen Komponenten wie Teamfähigkeit, Engagement etc. rauszubekommen. Einer führt das Gespräch. Ja, und da werden auch Fragen gestellt, ganz typisch. Warum wollen Sie in dieses Unternehmen? Was wissen Sie über die Salzgitter AG? Als Elektroniker wurde zum Beispiel gefragt, was ist eine Parallelschaltung, was ist eine Reihenschaltung? Man ist vorher eigentlich schon aufgeregt, ne? Klar, man kommt rein so, man weiß halt, steht irgendwas auf dem Spiel, ne? Und man will sich halt so gut präsentieren, wie es halt nur geht. Und ich versuche dann halt die Fragen zu beantworten, die machen sich halt Notizen und so, aber im Endeffekt war es dann gar nicht so schlimm, wie man sich es dann eigentlich immer vorstellt. Man geht dann 10 Minuten raus oder ich war 10 Minuten draußen, die haben sich beraten und mir dann direkt gesagt, dass sie mich als Auszubildenden nehmen würden.